Im Leipziger Stadtteil Konnewitz ist es in der Nacht zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und linksgerichteten Demonstranten gekommen. Nach Einbruch der Dunkelheit versammelten sich laut Polizei mehrere hundert Menschen, die Barrikaden in Brand steckten und die Beamten mit Steinen bewarfen. Mehrere Polizisten und ein Medienvertreter wurden verletzt. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei wurden durch Steinwürfe beschädigt. Die Beamten setzten Reizgas und Wasserwerfer ein. Die Feuerwehr war vor Ort, um brennende Barrikaden zu löschen. Drei Menschen wurden vorläufig festgenommen. Hintergrund der Ausschreitungen ist die Verurteilung der Linksextremistin Lina E. und drei weitere Angeklagter zu mehrjährigen Haftstrafen. Diese Urteile verhängte das Oberlandesgericht Dresden am Mittwoch, weil die Linksextremisten tatsächliche oder vermeintliche Neonazis überfallen und zum Teil schwer verletzt hatten. In der Folge hatte die linke Szene für das Wochenende zu Kundgebungen in Leipzig aufgerufen. Im Internet hatten autonome Gruppen im Vorfeld gedroht, Sachschäden in Millionenhöhe verursachen zu wollen. Die Polizei war deshalb auf die Ausschreitungen vorbereitet. Das sächsische Oberverwaltungsgericht hatte die Proteste mit einem Beschluss vom Freitag verboten, weil es von einem gewalttätigen Verlauf ausging.